willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Vlog. Ich war gestern tätowieren. When I fall, it start again. And when I feel like I'm just dead. Heute geht's campen. Das ist wahrscheinlich nicht die intelligenteste Idee, die ich hier hatte. Ich habe auch mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich wäre eigentlich auch erst heute tätowieren gewesen und direkt heute danach campen. Demnach habe ich eh schon versucht, so ein bisschen was zu drehen. Aber ja, wie gesagt, wahrscheinlich nicht die intelligenteste Idee. Aber wir feiern Geburtstage, nämlich drei. Und ich habe für alle drei Geburtstagsgeschenke für die ganze Gruppe besorgt. Und es war sehr stressig. Sehr stressig. Ich zeige euch die aber trotzdem jetzt mal schnell kurz. Ich habe ein bisschen verschlafen. Also ich bin aber auch gerade erst aufgestanden. Das muss gesagt werden. Wir haben Punkt 1 hier so einen Harry Potter Kessel. Und da ist Tattoo-Geld drinnen. Das ist mega cool. Zwei Paar Vans. Auch mega cool. Die würde ich sogar selber auch gern tragen. Dann habe ich hier. Ach Gott. Ein ziemlich cooles Rammstein-Shirt. Ja. Hier drinnen. Mega viele coole Socken. Die würde ich mir auch gern selbst behalten. Wir gehen einen Tag campen. Und haben das entsorgt. Ach so, ich dachte, du musst es nein, die habe ich schon geschrieben. Entschuldigung, dass du gut organisiert bist. Ja, bin ich, okay. Das bin ich gewohnt. Das hat er jetzt gesagt. Ist das absoluter Blödsinn? Ich bin von uns beiden viel besser organisiert. Mhm. Auf jeden Fall sind hinten im Kofferraum noch zwei Campingsessel von uns. Wir sind angekommen, also eigentlich schon vor einer Weile und ich habe Geschenke eingepackt, ich habe es euch ja vorher schon gezeigt. Da hinten, man wird es wahrscheinlich nicht erkennen, da hinten steht jemand da. Und die bauen schon die Zelte auf. Wir haben uns jetzt ausgeklinkt. Naja, hallo, wir haben Geschenke eingepackt. Und die Bella zeltet hier auch gar nicht. Also, ja. Es ist super schön. Ich werde euch dann hier noch ein bisschen was zeigen. Hinter uns ist eben eine Hütte. Das heißt, es ist gar kein richtiges Camping, wenn wir ehrlich sind, weil wir haben ein normales Klo, wir haben da drinnen eine richtige Küche. Wir könnten theoretisch sogar drinnen schlafen, aber wir werden campen. Und jetzt... Ja, weil wir alle nicht besoffen auf das komische Bett da oben raufkommen. Und ich lasse ja ziemlich stinkig werden. Ja, das alle nebeneinander so. Das kriegen. Stimmt schon. Also das hat die Sally auch gerade... Sally oder du hast es gesagt? Und ist auch, glaube ich, auch ja, wenn wir alle nebeneinander ja. liegen, wenn es so heißt. Ja. Ich würde, also geil, der einzige Grund, warum ich reingehen schlafen würde, wäre, wenn mir zu kalt ist. Weil das letzte Mal beim Zelten war es so, dadurch, dass es so geregnet hat, es war schon arschkalt. Ich habe eher hier Angst, dass es zu warm bleibt am Abend. Ja. Und da wird es drinnen sicher nur noch wärmer. Ich weiß es halt nicht, das ist immer so 50-50. So wie man überlegt, am Novarock hat es immer geheißen, oh mein Gott, es wird so kalt in der Nacht und das war dieses Jahr gar nicht so. Ich wollte gerade sagen, dieses Jahr war es so heiß. Ja, ja, und deswegen, ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich es ur nicht einschätzen kann. Und beim letzten Mal war es eben so, dass draußen ganz okay war und drinnen, ich habe geschlafen in einer langen Hose, im Pulli, in der Jacke, mit einer Decke und mir war arschkalt. Achso, ja, normalerweise am Novak, ich weiß, ich hatte eh auch alles. Beim letzten Mal, beim Zelten halt, wo wir waren. Achso, ihr kennt ja. Den Wochenende. Ja. Also schauen wir mal. Schaut mal her, unsere Zelte stehen eigentlich schon alle. Da drüben stehen noch ein paar und es ist super lustig. Ja, wir sind ganz dezent in den Regen gekommen. Vor allem ist es toll, weil mein T-Shirt jetzt orange-gelb ist. Und endlich zu Hause und ziemlich im Eck.
es könnte gut sein, dass ich krank werde, denn es hat zwischenzeitlich ziemlich geregnet und ich wurde ziemlich nass. Zusätzlich dazu habe ich nicht viel geschlafen. Aber es war echt cool. Ich schaue immer noch ziemlich ramponiert aus, denn meine Haare werde ich heute nicht mehr waschen. Ich überlege, ob ich sie... Aua. Ich überlege, ob ich sie morgen mit euch gemeinsam nachtönen sollte. Ich glaube, ist gerade eine Wimper runtergefallen. Die schauen schon so aus, die werde ich jetzt dann gleich auch zum Teil runter machen und morgen nochmal neu drauf. Ja, zu Hause und wir haben jetzt Maggi bestellt und Sushi und richtig geile Sachen. Und das wird jetzt gegessen, wenn es kommt, in einer halben Stunde, hoffentlich früher. We don't care, we don't care when you call our name. We don't care, we are just the same. We ignore the ways and we ignore the fall. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden und werde wahrscheinlich meine Haare nicht tönen, denn... Ich bin schwer am Überlegen, ob ich meinen Ansatz jetzt endlich mal wieder angehen soll. Das werde ich mir morgen anschauen, ob ich noch genug Blondierung zu Hause habe. Ich habe jetzt schnell 2 Videos gedreht, werde jetzt dann mir schnell Olaplex in die Haare hauen. Also ich werde sie waschen und mir Olaplex in die Haare hauen. Und dann eben zu Hause schauen, ob ich noch genug Blondierung habe, dass ich meinem Ansatz vielleicht am Wochenende an den Kragen gehen kann. Weil dann frage ich die Didi, ob sie mir am Samstag blondieren würde, denn wenn ich ehrlich bin, jetzt sind wir so an dem Punkt, wo ich mir denke, es ist mir dann vielleicht doch wieder zu viel, vor allem weil ich meine Haare im Moment viel geschlossen trage und dann sieht man gefühlt nur noch Ansatz, weil es ist doch bis hierher jetzt Ansatz. Ich weiß gar nicht, wann ich sie das letzte Mal irgendwie blondiert habe. Wir hatten halt Feiertag und hatten relativ viel Familienbesuch, beziehungsweise haben Familien besucht. So. Und demnach ist der Tag jetzt schon wieder fast vorbei. Ich werde jetzt noch schnell was kochen. Und morgen geht es eben den Sprung heim. Da werde ich schauen, ob ich genug Blondierung habe, so wie vorher schon erwähnt. Und am Abend geht es fort. Da dachte ich mir, ich kann euch ja vielleicht noch mein Fortge-Outfit morgen zeigen. Morgen geht es nämlich in meinen liebsten Club in Wien, nämlich in Sophia. Da gibt es jeden Freitag halt meine Musik. Addicted to Rock heißt die Veranstaltung. Die gibt es halt jeden Freitag und das ist halt genau meine Musik. Und demnach... wird es dort morgen hingehen. Und ich freue mich schon sehr. Ich werde jetzt schnell meine Haare waschen, nachdem ich Videos geschnitten habe. Ich bin gerade nicht so zufrieden mit dem, was ich hochlade. Ich weiß es nicht, irgendwie... ja, bin ich nicht richtig zufrieden. Ich weiß aber auch nicht genau, was ich ändern soll. Also werde ich das Video wahrscheinlich nochmal neu drehen, das ich vorher gedreht habe. Es ging da um meine 2 Lippenpiercings. Also falls ihr Fragen habt, gerne runter in die Kommentare, also zu dem Labrett und der Medusa. Aber irgendwie bin ich im Moment nicht so richtig zufrieden. Ich weiß nicht, irgendwas muss ich wieder ändern. Also falls ihr Ideen habt, was euch an meinen Videos stört, könnt ihr mir das auch gerne runter in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall werde ich jetzt schnell meine Haare waschen und mir danach Olaplex draufhauen. Das lasse ich dann heute über Nacht und morgen den ganzen Tag drauf. Ich weiß nicht, ob das unbedingt mega gesund für die Haare ist. Ich glaube aber auch nicht unbedingt ungesund. Und am Samstag überlege ich eben, ob ich vielleicht meinen Ansatz blondiere, wenn ich noch genug Blondierung zu Hause habe. Ich weiß es nicht, ich muss nachschauen. Aber prinzipiell hätte ich jetzt gerade eigentlich mehr Bock drauf zu blondieren und mir dann meine kompletten Haare wieder gelb-orange zu tönen. Weil ich jetzt, glaube ich, den Ansatz loswerden will. Wir waschen jetzt. Natürlich fühlen sie sich jetzt ein bisschen unangenehm an, weil da absolut ja gar nichts im Moment drin ist. Wobei ich es faszinierend finde, weil seitdem ich mir die Haare abgeschnitten habe, ist das überhaupt möglich. Davor wäre es gar nicht möglich gewesen, dass ich meine Haare Luft trocknen lasse oder überhaupt trocknen lasse, ohne dass da irgendwas drin ist. Und jetzt ist es halt doch ganz gut machbar und sie schauen vor allem, wenn ich mir da jetzt Olaplex reinhaue, morgen in der Früh sicher trotzdem ganz gut aus und das freut mich halt total, weil mir das zeigt, dass meine Haare nicht mehr ganz so kaputt sind, was sicher auch daran liegt, dass ich jetzt relativ wenig blondiere, also das hilft sicher auch, aber ja, das Abschneiden hat halt auch einfach geholfen, weil das leider Gottes nötig war und seit ich sie abgeschnitten habe, habe ich übrigens so viel vom Olaplex verwendet. Also gefühlt nichts, weil ich halt meine Haare auch relativ selten wasche. Ich habe jetzt übrigens eindeutig zu viel Olaplex verwendet, weil ich gequatscht habe und nicht aufgepasst habe. Das war unintelligent, denn jetzt ist viel zu viel Olaplex in meinen Haaren, aber egal.
Sie werden trotzdem morgen auf jeden Fall so ausschauen, dass ich damit arbeiten gehen kann. Und so mache ich das halt, wie gesagt, mit dem Olaplex, weil mir ist von den Friseuren damals auch empfohlen worden, es ruhig so lange wie möglich einwirken zu lassen. Und ich lasse es halt dann wirklich so lange wie möglich einwirken. Und es kann auch mal passieren, dass es 2 Tage in meinen Haaren drin ist. Weil es ja nicht schlecht ist für die Haare. Ich sage euch, ich bin so genervt jetzt davon, weil irgendwie das nicht so funktioniert, wie ich es will mit meinen Videos. Und ich halt auch nicht weiß, was mich stört. Beziehungsweise ich kann mir schon, also ich weiß schon mehr oder weniger, was mich stört. Es fühlt sich halt irgendwie so anders, als hätte ich die Motivation nicht, obwohl ich die eigentlich habe. Und ich weiß nicht, ich tue mir gerade wieder schwer mit YouTube. Obwohl ich jetzt gerade Bock hätte, wieder reinzukommen und eigentlich motiviert war, Videos zu drehen. Also auch wieder andere Videos und nicht nur Videos, wie ich unterwegs bin oder wie ich eben vlogge. Aber ich bin schon wieder in einem Tief, weil ich nicht weiß, wie ich die Sachen angehen soll. Und das ist irgendwie immer so ein bisschen anstrengend. Egal. Querformat? Ja, YouTube ist Querformat. Hallo, meine Lieben. Wir haben uns gestern schon gesehen. Ich bin jetzt bei der Kathi. Offensichtlich. und wir wechseln halt mein Zungenpiercing, weil ich kann gar nichts dafür. Ich habe Fleisch auf der Unterseite meiner Zunge. Schauen wir mal, ob man das vielleicht drauf kriegt. Nur schier, zeigt es sich her. Don't do this. Meinst du jetzt das Wildfleisch oder die 4 Zungen-Piercings? Da muss man erst einmal erkunden, was für eins das ist. Ja. Das war das Dritte. Ist vielleicht eventuell zu kurz, weil du mit dem ganzen Anfang, dass es einfach zu kurz ist. Ich kann es mir auch vorstellen, weil das drückt eben seit dem Durchgehen und ich glaube, wenn wir es jetzt wechseln, wird es vielleicht wirklich wieder besser. Hast du Aua, tut's weh? Aha. Es kann auch sein, weil halt, es ist unten schon auch sehr viel Zahnstein drauf. Mit dem Kugelsalat schwer zu putzen. Und dann ist natürlich dieser Zahnstein auch nicht gut. Vielleicht ist auch der große goldene Stecker. Sagst du, wie es sich anfühlt? Ich spürte gar nicht so viel anders, wahrscheinlich, weil die Zunge jetzt im Moment so angeschwollen ist. Ich glaube, es wird sicher, also es wird weggehen. Ich glaube auch, ich glaube wirklich, weil ich habe auch gespürt, dass ich gestern drauf herumdrückt habe, dass einfach das auch nicht gut tut. Also ich glaube wirklich, dass es einfach nur drücken nicht kann. Ich glaube, die sind alle, das ist zu viel und das, da müssen wir wirklich vielleicht uns hinhangeln auf die Länge, die wirklich sein muss, dass es bequem ist. Und wie kurz ist der, vielleicht haben wir zu schnell zu kurz. Vielleicht, ja. Ja, das ist echt kennen wir ja mittlerweile, okay? Tun wir das wechseln. Genau, jetzt wechseln wir noch schnell das Konsch, das ich mir damals selber gestochen habe. Natürlich nur in hier mit der Kathi hinter mir sozusagen. Weil das würde ich jetzt auch schon eine ganze Weile lang wechseln. Und danach, was machen wir danach? Was machen wir danach? Was machen wir danach? Wir gehen fort. Ach so. Ich dachte, du meinst jetzt instant jetzt. Nein, wir gehen heute in Sophia. Ich dachte, noch mal Outfit zeigen. Ja, und was macht die Kathi heute Cooles? Geht zum Metalizer. Ich habe mit der Bea nämlich vorher diskutiert. Sie sagt Metallica, ich sag Metallica. Und ich habe gesagt, vielleicht heißt es Metalizer. Das wird es sein. Metalizer. Man weiß es nicht. Ne? Also die meisten sagen. Schau, wie das schön. Geil. Urhübsch. Das ist so toll, ne? Ja, ich schau toll aus. Urgut. Ja. Supi. Cool, ja. Ich überlege auch schon die ganze Zeit. Habe ich gut gesteuert. Ja, gut gemacht. Ob du die auch noch mal machen sollst. Wir beide sitzen jetzt hier und warten, bis der Luki uns empfängt. Ich werde euch jetzt schnell ein Bild von meinem Outfit einblenden. Ich dachte mir, das geht so einfach. Ich könnte es euch jetzt mal kurz zeigen, aber eigentlich muss ich den Pulli dann noch ausziehen und habe darunter einen Hauch von nichts. Einen Hauch von nichts. Sieht man dich, da bist du. Ja. ja, wie gesagt, heute geht es in Sophia. Ich freue mich schon. Ich mag meine Frisur halt echt gern. Das muss ich zwar nochmal neu machen, aber ich finde die Bommel irgendwie süß. Der Andi meinte Hasenohren. So. Nein. Wir haben Monster und wir warten jetzt und dann wird es vorgekommen und dann geht es in Sophia und wir fahren schon. Nach dem Fortgehen war vor einem schönen, aber unereignisreichen Wochenende, wo ich euch nicht viel zeigen, berichten, erzählen konnte und ich auch einfach ein bisschen meine Zeit genossen habe. Heute ist Montag und ich fahre jetzt gleich ins Kino und schaue mir Shaw & Hobbs an, beziehungsweise
eigentlich habt und schaue. Und freue mich total. Ich weiß, dass das viele nicht nachvollziehen können, aber ich liebe die Fast and the Furious-Reihe und bin demnach schon echt hyped und sehr gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Ansonsten wollte ich auch noch kurz über den Ring berichten. Ihr habt ja gesehen, als ich ihn gewechselt habe, und ich muss sagen, er tut weh. Ich glaube, das haben Ringe und ich so an sich. Ich kann demnach auf dem Ohr jetzt im Moment noch schlechter schlafen, als ich sowieso wegen dem Flat schon drauf schlafen kann. Jetzt hoffe ich, dass das, so wie sich beim Lippenring das einfach nach einer Woche oder zwei Wochen gegeben hat und sich einfach das Ohr dran gewöhnen muss, weil es, wie gesagt, echt unangenehm ist und schmerzhaft, auch wenn ich es drehe. Aber wie gesagt, vielleicht sind Ringe und ich da einfach so ein bisschen schwierig. Ihr könnt mir mal gerne runter in die Kommentare schreiben, ob es euch bei Conch-Ringen auch so gegangen ist. Ansonsten, ich trage jetzt im Moment keine Wimpern. Ich werde sie mir morgen wieder aufkleben. Ich hatte irgendwie das Wochenende einfach keine Lust, habe sie dann nach dem Fahrtgehen runtergenommen, weil da nur noch ein paar draufhangen. Und wie gesagt, werde die dann wieder raufgeben. Ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, dass ich mir jetzt, glaube ich, meine Haare tönen werde. Ich denke... Ich werde es mir jetzt nochmal anschauen, aber schlussendlich muss ich es irgendwann tun, weil ich mich jetzt dazu entschieden habe, jetzt gerade nicht zu blondieren. Ich glaube, ich habe im gestrigen Clip noch was anderes gesagt, aber ich glaube, ich, weil wenn ich sie jetzt nochmal wasche, dann sind sie mir auf jeden Fall zu ausgeblichen und demnach werde ich mir da jetzt schnell Farbe draufhauen. Ganz rasch und flink, also gar nicht viel herumtun. Und währenddessen kann ich euch kurz mein neues Rammstein-Shirt zeigen. Voll cool. Nämlich dieses hier. Voll cool. Ich freue mich, es ist riesig. Es ist eine L, also es ist riesig. Ich bin gespannt, vielleicht ziehe ich das übermorgen an oder das andere, das ich habe. Denn übermorgen ist das Rammstein. Konzert. Darauf wollte ich aber jetzt eigentlich gar nicht hinaus. Eigentlich wollte ich nämlich darauf hinaus, dass ich eben gestern im Kino war. Und abgesehen davon, dass ich ganz viel Blödsinn gegessen habe, so wie man das im Kino nämlich so macht, habe ich den Film auch echt genossen. Er war kein Fast and Furious und das fand ich in dem Fall gut, weil es halt eher wie so eine Action-Agenten-Komödie war und das fand ich halt irgendwie gut, weil das zu beiden Charakteren einfach, finde ich, in diesem Universum sehr gut passt. Wir werden jetzt meine Haare tönen. Ich verwende Crazy Color und ich hau das da jetzt einfach mehr oder weniger einfach so drauf. Und schau, dass ich das jetzt nochmal mache. Ich werde dann im September meine Haare blondieren. Ich habe mich jetzt fix dazu entschieden, dass ich das im September machen werde. Dann zahlt es sich jetzt auch nochmal wirklich aus, zu sagen, ich töne da jetzt nochmal drüber. Dann habe ich auch fürs Rammstein-Konzert coole, frische, fresche Haare. Denn wenn ich sie jetzt nochmal wasche, weiß ich halt einfach wirklich, dass sie mir zu hell sind. Und demnach mache ich das jetzt noch schnell. Ich würde sagen, ich zeige euch meine fertige Haarfarbe dann einfach im nächsten Vlog, denn es wird nicht so viel anders werden, als es sonst ist, hoffe ich. Hoffen wir das mal. Und ich werde den Vlog hier jetzt mit Haarfarbe am Kopf und ohne Wimpern und ein bisschen fertig aussehend beenden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.